Über einen kleinen Umweg gehe ich endlich zum nächsten Titan. Moin Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich stehe hier noch auf dem Akala-Turm. Dieses Gebiet ist besagter Umweg, den ich jetzt nehme, bevor ich zum Dorf der Gruen gehe. Und erstmal muss ich hier noch die Karte holen, die habe ich letztes Mal noch nicht geholt, weil ich dachte, es wäre ein schöner Anfang für den nächsten Part. Der Meinung bin ich auch immer noch. Da hätten wir einen Schrein, da ist eine richtig fette Spirale da unten, das ist bestimmt auch noch ein Schrein oder irgendwie Krog auf jeden Fall. Ansonsten habe ich jetzt keinen Schrein soweit gesehen. Macht ja auch nichts. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal die Kartendaten, die kriegen wir jetzt noch. Dann können wir uns doch mal genauer umgucken. Zwei Schreine hatte ich ja schon gesehen, auf dem Weg hier hoch zum Turm. Die habe ich mir auch markiert. Flup. So. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Da wollte ich mir echt mal einmal angucken, wie viele Gebiete mir noch fehlen. Es fehlen, glaube ich, noch 6, ne? 6 Türme. Also hier 3 und oben 3. Sieht man an den Linien hier, an den Abgrenzungen, da sieht man es ja echt gut. Wir sind jetzt erstmal in Akala angekommen. Hier steht es doch mal. Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt hier... Eigentlich wollte ich mich ja nochmal in den Ruinen umgucken in Ruhe, ne? Das mache ich jetzt auch nochmal eben. Weil hier auf jeden Fall irgendwie auch der Sensor ausschlägt und, ist der direkt unter mir in der Kiste? Scheint so zu sein, ne? Na, mein Kleiner? Das ist eigentlich der, den ich letztes Mal angegriffen habe. Der ist bestimmt wieder regeneriert, oder? Weil ich so weit weg war. Das heißt weit weg, aber nicht reinfallen da, Link, dann bist du auch dran. So. Ja, bitte die anderen Sachen. Toll, die kriege ich jetzt natürlich nicht. Wartet mal, dann lege ich einmal das Ding ab hier. Irgendwas, hier den Fächer oder so. Ey, du, der Fächer soll woanders hin, Mann. Nee, du bist schon manchmal ein Depp, ne? Ja, du bist ein Depp, sag ich ja. Jetzt hat der den Fächer wieder aufgehoben, den gibt's doch nicht. Na, willst du mich verarschen, Junge? Jetzt nimmt er alles auf, nur den ist auch egal. Ich stock nicht mehr. Link ist heute ein bisschen im Trollmodus, glaube ich. Wow. Ist ja auch so eine Suppe. Ah, hier kann man rein. Boah, ist das geil versteckt hier, die Kiste. Ist hier überhaupt eine Kiste? Ja, da ist eine. Schon unauffällig hier, die Holzkiste. Aber mit 5 Feuerfallen drin, sehr geil. Irgendwie fließt noch ein Krog. Boah, Alter, kommt die Suppe da durchs Fenster, ey. Nein, runter. Ich muss mich da wieder durchducken. So, ist hier noch eine Truhe irgendwo. Da, in der Richtung. Da drin, oder was? Kann sein, ne? Ist die hier? Ja, oh, da ist sie doch. Boah, ey, direkt vor meiner Nase, wisst ihr? Hä? Ich frage, wie krieg ich die nicht auf? Silberner Rubin, jawohl. Nochmal 100 Rubine für die Geldbörse. Ist hier noch eine Truhe? Ja, scheint echt noch eine zu sein. Kann ich mich doch bestimmt hier vorbei sneaken, oder? So ein bisschen. Durch die Linien, die Fäden da berühren. Bisschen höher. Achso, es fängt auch noch an zu regnen, ey. Ey, nicht nach oben springt, du... Mal heilen lassen, genau, von Mifa. Ich beschütze dich. Ist hier denn hier drin die Kiste? Die sind die in der Richtung jetzt. Ja. Na toll. Kann ich die hier schon irgendwie sehen? Ach, da hinten ist die, okay. Alles klar, lang gehe ich da auch noch hin. Da komme ich von hier wahrscheinlich gar nicht hoch, oder? Ach, die ist direkt hier drüber. Über der Lagerstelle, ja lol. Wo ich letztes Mal gekocht habe. So, dann habe ich die auch noch, die Kiste. 5 Bombenfeuer, das hat sich echt gelohnt, die nochmal zu suchen. Das nächste Objekt scheint irgendwo hier zu sein, aber... Hä? Steht doch gar nicht mehr aus. Gut, ist egal jetzt. Ich stelle den Sensor jetzt eben auf Schrein um.
Und werde jetzt mal von hier oben vom Turm aus zu dem roten Punkt fliegen. Die Schreine hole ich mit als erstes, die zwei, die ich da markiert habe. Und dann mal gucken. Triffst du ein Monster oder ein Tier mit einem Pfeil am Kopf, fügst du ihm doppelten Schaden zu. Kritische Treffer. Haben wir ja schon oft genug gesehen und auch oft genug ausgeführt. Vor allem bei den Bockblinden. Die sind da sehr anfällig für, mit ihrem Riesenschädel. So, ich wollte zum roten Punkt. Der und... Das ist schon der Schrein da unten. Was ist denn das da für eine... Ist da ein Stall? Das ist ein Stall, ne? Das wird passen. Ja, ich gehe jetzt erstmal zum Schrein, der scheint höher zu liegen. Alter, das sieht schon mächtig aus, ne, mit dem Vulkan. Mit der ganzen Lava, die darunter fließt. Ein bisschen sieht es aber auch aus wie so ein Schrein, der orange leuchtet. Ne? Findet doch nicht auch? So ein bisschen aber nur. Jizu Kafui Schrein ist hier der Schrein am Stall von Akala wahrscheinlich, heißt der sogar. Oder am Akala Stall oder sowas. Wie dem auch sei. Erstmal rein hier. Bodenloses Moor. Wenn du in den Morast trittst, versinkst du und kannst dich auch durch Schwimmen nicht mehr retten. Ja, das war dieser, wo man direkt untergeht, wenn man nicht schnell genug wieder rauskommt. Also gerade zufällig am Rand steht oder an Land. Direkt wieder daneben. So, Jizu Kafuis Apparatur. Gucken wir uns doch mal, was wir hier machen müssen. Ich muss mir den Weg bahnen, okay. Verstehe. Hä, hey, war doch einfach jetzt. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Das war doch jetzt so easy. Rauszufinden. Ah, muss hier die Spuren beachten, okay. Weiß ich schon mal Bescheid für die nächste Stelle. Ey, warte mal, kann ich doch wieder den Sensor umstellen, fällt mir gerade ein. Ich schätze mal, da war jetzt keine Truhe in dem ersten Raum. Nee. Die ist hier erst. Da ist sie doch. Weil die ist auch nicht magnetisch, ne? Nee. Wartet mal. Ah, okay, ich verstehe. Schnell hier durchrennen. Das werde ich nicht schaffen. Da kam jetzt irgendwie noch so eine Art Podest raus, ne? Ne, ich würde da gerne drauf schauen, wenn er hier ist. Ja, wo ist es da? Ja, okay. Verkackt. Kannst direkt runterfallen, Link. Danke. Hast du wieder schön verschissen, Idiot. Was springt ihr da auch mal so weit? Achso, ich bin trotzdem noch auf der Seite. Okay. Ist ja quasi nichts passiert. So, nochmal zwei Pfeile dagegen. Das ist natürlich jetzt so Pfeilverschwendung. Toll. Zu früh geschossen. So, perfekt. Komme ich da schon rüber? Ich denke schon. Ja, das reicht dicke. Wahrscheinlich auch genau so gedacht, die Schuppenlanze. Ja, die kann ich eigentlich nicht mitnehmen. Aber ich müsste da noch ein Foto von machen, wartet mal. Fächer weg. Der hätte jetzt auch runterfallen können. Ich mach das Foto woanders, wenn der Fächer hier weg ist. Der Köcher, sag ich schon. Die stärksten Sora-Krieger verwenden diese Lanze. Die elegante Klinge gleicht einem Fischschwanz. Und durchdringt auch die härtesten Schuppen. Alles klar. Zu wissen. Aber hier muss doch noch so eine Apparatur sein eigentlich. Warum heißt denn der Schrein sonst so? Ah, da ist noch eine. Alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier machen muss. Ah, geil. Na? Jetzt hier rein. Das müsste doch klappen, oder? Ja, komm. Du auch noch da, die eine Kugel hier. Hallo. Geht doch. Geschafft. Jetzt möchte ich nur mal kurz gucken. Alle Truhen hier? Ja. Der Sensor schlägt nicht mehr aus. Alles klar.
Kann ich ihn direkt wieder umstellen? Vielleicht ist da hier noch ein Schrein in der Nähe, wer weiß. Auf jeden Fall, den haben wir geschafft. Ich würde jetzt auch sagen, ohne große Probleme, außer bei der Schatztruhe da hoch da ranzukommen. Vielleicht so ein bisschen. Und wir haben wieder ein Zeichen der Bewährung, das vierte wieder. Das heißt, wir können uns wieder entweder einen Ausdauer-Container oder einen Herz-Container holen. Und ich tendiere ja im Moment dazu, eher Herz-Container zu holen. So. Fernglas und Markierung, ja, kennen wir. Brauche ich jetzt nicht drauf eingehen. 40 Schreine, wir haben ein Drittel geschafft von den regulären Schreinen, die es im Spiel gibt. Jetzt gehe ich aber erstmal noch zum Stall hier. Und es ist wieder am Gewittern. Erstmal voll in den Stall gekracht, alles klar. Oh, 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 oh. Verdammt, ich habe keine rechte Axt, wenn ich da benutzen kann. Dann muss ich jetzt diese Kackwaffe hier benutzen. Achso, nee, den Schild kann ich lassen. Na egal, ich mach jetzt erstmal den Schild kaputt. Stall von Südakala heißt er, okay. Oh, wieder Regen. Sabasaba. Nee, was? Hm? Sabasaba hat die gesagt. Heda, Junge, hast du eine Karte bei dir? Ich kann dir nur raten, zuerst dein Ziel festzulegen und dich auf dem Weg an deiner Karte zu orientieren. Keine Sorge, Abenteuer liebst du auch bei gut geplanten Reisen noch genug. Das kannst du mir glauben. Und das haben wir auch schon festgestellt, ja. Ich kann noch so gut planen. Immer kommt mir was dazwischen. Ey, wo ist Kangas gar nicht hier? Oder Kangas? Was ist denn da? Ist ja noch ein... ist kein Kind. Was willst du hier? Das Jana. Du siehst ja mal verdächtig aus. Ich bin aber friedlich. Das werden wir sehen. Was hast du denn da? Rüstgras? Würdest du mir vielleicht eins davon geben? Ja, klar doch. Danke. Du trägst mal die Lieblingsblume mit dir. Vielleicht bist du doch gar kein so übler Bursche. Kommen wir zur Sache. In Akala gibt es nichts. Gar nichts. Warum bist du also hier? Ich wandere umher. Aha, ein Reisender also. Ich habe gesagt, ich wandere umher. Ich bin Wanderer und kein Reisender. Da kannst du mir sicher einen Gefallen tun. Meine Schwester Glima ist total vernarrt in Insekten. Und sie will anscheinend ein ganz bestimmtes Insekt sehen. Verrät mir aber nicht welches. Vielleicht will sie es einfach niemandem aus der Familie sagen. Was weiß ich. Aber du könntest die Fragen gehen. Sag einfach, dass es für ihren Geburtstag ist oder so. Okay, wo ist die Kleine? Schläft die hier vielleicht? Ja, die schläft hier, okay. Kann ich jetzt nicht machen, leider. Aber ist der Ding schon wieder nicht hier? Kangas? Kangas, wie auch immer. Wischmob. Muss ich auch noch fotografieren. Fürs Handbuch. Ich hab gehofft, der wäre hier, ey. Schade. Ist aber auch wieder am Institut da von Akala oder so. Weil läuft hier irgendwo hinten rum. Kann natürlich auch sein. Hier ist ja auch noch wer. Hier ist auch ein Hund. Dieser Regen, meine Schafe. Ah, du bist ein Gast, oder? Ja, kann man so sagen. Dann ist ja gut. Man munkelt, dass nördlich von hier am Totenkopfzeug eine verdächtige Gestalt namens Kilton ihr Unwesen treibt. Er soll einen Laden haben. Einen Monsterladen. Außerdem erscheint er wohl nur nachts. Der Stall von Ostakada im Norden heuert angeblich Soldaten als Schutz an. Sei vorsichtig draußen. Ah, es gibt doch einen Stall hier, okay. Vielleicht ist hier deshalb nichts. Wirklich. So, wir hätten hier noch Terry. Da kann ich nochmal gucken, was der mir so andrehen will. Ja! Sie sind wirklich ein toller Kunde. Überall, wo sie hingehen, treffe ich sie. Hier, ein Geschenk als Zeichen meiner Wertschätzung. Antiker Fall, geil! Alles, was von diesem mächtigen Fall durchbohrt wird, löst sich in nichts auf. Sehr effektiv gegen Wächter. Damit können sie sogar Wächter bekämpfen. Fantastisch, oder? Am besten wirkt er, wenn man das Auge eines Wächters damit trifft. Ich habe ihn von einem älteren Herrn namens Robelo. Sie finden ihn weit im Norden vom Dorf der Soras im Akala-Institut. Er stellt dort seltsame Waffen, Kleidung und solche Sachen her. Meiner Meinung nach ist er etwas verrückt. Unheimlich, oder? Um nicht zu sagen, furchteinflößend. Aber wenn sie stärkere Waffen haben möchten, werden sie wohl mit ihm reden müssen. Also, was hätten sie denn gern? Ja, ich möchte mal gucken, was du hast im Angebot. Holzpfeile könnte ich mir holen. Spurtechse hatte ich eine nur noch. Oder hätte ich allgemein nur eine. Löschechse gar keine. Und Maxi-Echse auch keine. Die muss ich alle noch finden. Ich danke Ihnen. Kann ich Ihnen noch irgendwie zu Diensten sein? Nö. Ich könnte zwar Edelsteine verkaufen, da habe ich eh genug von, aber ich warte jetzt eh, bis ich bei dem Kronen bin. Hatte ich hoffentlich schon mal erwähnt, da kann man nämlich irgendwann, ich glaube nach dem Titan, wird da jemand sein,
der da immer im 10er-Pack, glaube ich, bestimmte Juwelen anfordert. Da kann man halt richtig Cash machen, da kriegt man nämlich mehr für. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent, das sehen wir dann. Wenn ich jetzt vermuten müsste, würde ich sagen so 20% oder so, oder 50% sogar, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall erstmal haben wir hier noch ein Gerüchteküche extra 2 von der guten Kletis. Hallo, hier ist wieder eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch, ob zu Hause oder auf Reisen. Das neueste Gerücht, das mir zu Ohren gekommen ist, kann selbst ich kaum glauben. Das Wunder der Teleportation. Es soll einmal ein Medaillon gegeben haben, das dem Sitzer jederzeit dorthin holen konnte, wo er es abgelegt hatte. Wie ein Geschäftsreisenden und ein Abenteurer ein wahr gewordener Traum. Dieses Artefakt soll noch heute in einem Labyrinth im Nordosten von Akala in den Tiefen der Erde versteckt sein. Ich glaube, wie ich dieses Gerücht ist, überlasse ich dem Urteil meiner Leser. Kletis Empfehlungspunkte, 5 Sterne. Das ist auch, auf, ihr seht hier, neuer Eintrag Teleportation. Einmal, ach ja, plus ich müssen da. In einem Labyrinth im Nordosten von Akala unterirdisch versteckt, das wartet mal auf die Karte gucken. Das wird hier sein. In diesem Labyrinth, da werde ich auch noch irgendwann reingehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das vor den Gorol mache oder danach erst. Muss ich gestehen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal zurück hier auf den Turm. Rüber zu dem anderen Schrein, den ich da noch markiert habe. Weil hier scheint nichts mehr zu sein. Ich könnte jetzt auch das Mädchen ansprechen. Das mache ich aber irgendwann, wenn es morgens ist. Ich könnte jetzt zwar hier locker einfach pennen bis zum nächsten Morgen, habe ich aber keinen Bock drauf. Und deshalb mache ich jetzt einfach weiter wie eh geplant eigentlich. Der Stall, der war ja jetzt recht überraschend. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. So, hier ist natürlich auch am Gewittern, ohne Ende. Alter, ich darf jetzt nicht da reinfliegen, ey. Ich glaube, da links unten, also jetzt von hier aus gesehen, links vom Schrein, ist sogar noch eine Feenquelle. Das leuchtet auf jeden Fall, da muss irgendwas sein, auf jeden Fall. So, dann fliegen wir mal hier ganz gemütlich. Ich sehe schon gleich kommen, wie mich hier so ein Blitz richtig aus der Luft fischt. Bam, bin ich erstmal unten. Da unten sind Leuchtsteinbrocken. Da ist auch noch irgendwie was Fettes. Schön Baumkreis drumherum. So, reicht die auch so überhaupt? Ach du Kacke, hab ich gleich nachgeguckt. Ach, wenn nicht, kann ich da immer noch. Ich kann ja nicht schwimmen mehr, wenn die auch so weg ist. Das wird aber schon reichen, oder? Oder? Das reicht locker. So, was haben wir denn jetzt hier für einen Schrein? Wir haben hier erstmal noch einen Krog. Sehe ich gerade. Mann, du. Aller Wolf, du auch. Jetzt auch Stress. Komm her, du. So, nehmen wir da auch mal einen Apfel in die Hand. Haben wir ja genug von. Da sind sie. Und rein damit. Ne, rein damit, habe ich gesagt. Hallo, Link. Und habe ich nicht richtig aufgepasst, aber natürlich der Kreis war ganz blöde. Jaha, jawohl. Nochmal einen Kocksagen gekriegt. Der 71. wenn ich mich nicht irre. Die Äpfel nehmen wir natürlich alle mit. Du kriegst keine Äpfel, Kollege. So, dann haben wir hier den. Wie hieß denn der Schrein jetzt? Ach so. Ich dachte, den Namen hätten wir gerade schon gesehen, als ich da die Ziel getriggert habe. Dahishino-Schrein. So, rein hier. Link. Temperament eines Pferdes, ja, ist egal. Epona ist nett und freundlich und alles. Oh, eine leichte Kraftprobe. Ja, komm, naja, easy. Komm, mach ich mit links hier. Ich krieg hier die Schuppen. Naja, komm, ich krieg hier die. Obwohl, ne, komm, die Schuppenlanze. Ist eher am Gewissen draußen, dann kann ich die andere Lanze noch gebrauchen. Wenn ich den nicht schaff. Und dann versuche ich jetzt auch mal, auch wenn der leicht ist, der Gegner. Mal einen Tipp von euch anzuwenden, den ich eh immer vergesse, sobald ich kämpfe. Das ist einfach der, das Schadensmodul mal etwas zu verwenden. Alter. Na, was machst du denn jetzt? Warte, ich setz mal eben noch hier, zieh mich mal eben um. Wow. Ja, der hält doch ganz schön viel aus mit den Waffen, die ich gerade benutze. Warte, stopp. Du machst hier nichts. Aua, Mann, doch, mach da wohl. Greif an. Haha, ausgewichen. Und bäm, und du bist tot. Ja.
Ich dachte, die ist einfach. Wächteraxt. Ohne Plus. Sag mal, kann man die Felsen hier eigentlich noch wegspringen? Könnte ja noch Geld drin sein, oder? Die kann man springen, ja. Da ist nichts drin, schade. Ich nehme jetzt mal repräsentativ diese Säule für alle anderen Säulen. So eine Wächteraxt, die ist ein bisschen schwächer als die Plus-Variante natürlich. Aber immer noch stärker als alles, was ich gerade dabei habe. Deshalb kommt die Kacke jetzt hier weg. Ja, tschüss. Das nehmen wir mit. Gucken wir noch schnell, was da in der Truhe ist. Brauche ich jetzt auch keinen Sensor anmachen, hier ist nur die eine. Behaupte ich jetzt auf jeden Fall mal. Antiker Riesenkern. Uralte Technologie brachte diesen gewaltigen Energiekern hervor. Derart große Kerne sind ein seltener Fund. Ein Forscher könnte wissen, wie man ihn verwendet. Gut, dass wir auf dem Weg zu einem sind. So. Das fünfte Zeichen der Bewährung wieder, das wir jetzt im Besitz haben. Das 41. insgesamt. Ja, genau. Zumindest glaube ich, dass da oben die Schreinanzahl immer nur dafür steht, wie viel man abgeschlossen hat. Ich weiß ja, dass ich zwei offen habe, mindestens zwei. Das sind zwei schwierige Kraftproben. Ja, aber nee, guckt da nicht hin. 36 muss ich ja haben. 9 Mal links eingelöst und dann plus 5. 41, 39 geht da nicht. So, dann gucken wir doch mal, was, ob hier jetzt wirklich eine Feenquelle. Ja, da ist eine Feenquelle. Da werde ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Cash los, leider. Und dann kann ich mir auch erstmal nicht mehr mein Haus leisten. So leid es mir tut. Aber die Feen sind, finde ich, da doch ein bisschen wichtiger als das eigene Haus. Oh, Feen kann ich auch noch mitnehmen. Stimmt. Hat wächst hier Rüstgras, cool. Alter. Toll, die eine Fee schon mal abgehauen. Wegen dem Gewitter oder was? Ach so. Gar nicht mehr dran gedacht, dass ich jetzt eine andere Waffe ausgerüstet habe, die wieder die Blitze anzieht. Fee, komm her. Wie lange braucht eigentlich Biefer zum Aufladen? Eine ganze Folge oder was? Du, die wundersame Stimme. Junger Mann, bitte höre mich an. Ja, gerne doch, große Fee. Ich bin die große Fee Mia. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 1000 Rubine, ja. Was meine ich, die brauche jetzt schon ein bisschen mehr Geld. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir. Schnell! Wenn meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 1000 Rubine, ja, hast du gerade schon gesagt. Gebe ich dir aber gerne, meine Freundin. Nee, warum sag ich denn meine Freundin? I, geht. Nein, ich bin nicht deine Freundin. Du bist nicht meine Freundin, so. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Jetzt guckt euch die Alte an, ey. Aha. Ach, die geht ja sogar noch. Hat zwar genauso eine schäbige Figur wie die anderen beiden, die wir schon gesehen haben. Aber an sich geht die doch noch. Hm. Du hast mich befreit? Hm, ich hatte jemand Größeres mit mehr Muskeln erwartet. Tja. Haha, aber auch wenn du ein bisschen mickrig bist, bist du irgendwie ganz süß, du Schnuckel. Dank dir habe ich meine Kraft zurück. Im Gegenzug kann ich deine Kleidung verstärken. Sofern ich die richtigen Materialien habe. Willst du es mal versuchen? Ja, die kann die beträchtlich verstärken, sauber. Das Reckengewand leider nicht, da fehlt mir, okay, da fehlt mir einiges für. Aber die Kapuze, mach mal stärker. Achso, das ist ja gar nicht das Hylia, die Hylia, das Hylia-Set. So, erstmal einen schönen Schmatzer. Das war ja Stufe 2, ne? Stufe 3 brauche ich ja. Ah ne, war Stufe 3, okay, muss ich doch nochmal gleich zeigen. Eine Kapuze aus festem Stoff, die nach alter Hyrule-Tradition gefertigt wurde. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr um 3 Stufen erhöht. Erledigt. Ja, bitte nochmal verstärken.
Hier die Kletterstiefel. Ah ne, die sind auch nicht Stufe 3. Erstmal das Hylia-Gewand. So, jetzt nochmal ohne skippen. Guckt euch nochmal an, was sie macht. Natürlich gibt sie Link einen fetten Schmatzer. Und er. Nein! Eigentlich habe ich es gerade doch gezeigt, ne? Ich habe ja eigentlich erst geskippt, als der Bildschirm schon schwarz wurde. Gut. Machen wir mal alles stärker hier, was geht. Spurtling, ja, was bräuchte ich denn hier für eine Spurtechse? Ach du Kacke. Die, an den laufe ich immer vorbei, da renne ich immer vorbei dran. Das ist das Blöde. So. Den kriegt ab jetzt immer bei Stufe 3 einen Knutscher. Also bei jeder Fee, auch nicht nur bei der hier. Die Reihenfolge der Feen in bestimmt auch, wie teuer die ist. Also hätte ich die jetzt hier zuerst gefunden, wäre die, glaube ich, 100 Rubine wert gewesen. Und die zweite 500, egal wo, welche man als zweites findet. Und die dritte halt 1000. Und ich glaube, die letzte sogar schon 10.000 Rubine. Da muss ich halt ein bisschen sparen für. Aber bis ich da hingehe, vielleicht kriege ich da eh genug zusammen. So, das war's auch schon mit Verstärken. Ja, Leute, und ich würde sagen, ich weiß, ist es bis zum Institut. Das Institut ist, glaube ich, hier. Ja, ist noch ein bisschen, aber das schaffe ich nicht mehr in dieser Folge. Daher würde ich sagen, ja, ich beende den Part an der Stelle hier. Hier an der Quelle der großen Fee. Macht ja nichts, ist die Folge mal ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Nimmt mir sicher keiner übel. Und wenn doch, dann müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten. Vielleicht ist die Folge länger. Wer weiß. Auf jeden Fall wirklich herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr würdet mich auch damit sehr unterstützen. Auf jeden Fall euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Euer Basukasu.